Machen wir kurz weiter. Also, bei der offenen Adressierung, was passiert da? Da haben wir jetzt nicht so eine Verkettung. Also wir müssen immer daran denken, was machen wir mit den Fällen, wo zwei Schlüssel auf einen und denselben Hashwert abgebildet werden. Bei der offenen Adressierung werden alle Elemente direkt in der Tabelle gespeichert. Also in jedem Tabellenfeld steht also entweder das Element oder es ist irgendwie noch leer. So, was wir machen, die Hash-Funktion wird erweitert zu einer sogenannten Sondierungsfolge. Das heißt, U ist sozusagen mein Universum, ja, das ist sozusagen der Definitionsbereich unserer Schlüssel. M ist immer unsere Tabellengröße. Und wir lassen jetzt in die Berechnung sozusagen hier so einen Wert zwischen 0 und m minus 1 noch mit einfließen. Das Ergebnis ist wieder ein Tabellenwert, also sozusagen das Tabellenfeld, in das wir den Eintrag dann vornehmen möchten. Wie machen wir das? Genau, Anforderung. Also das sieht jetzt irgendwie so aus, dass wir typischerweise anfangen mit der Berechnung. Also was wir da genau gleich machen, erkläre ich Ihnen gleich. Also K ist wieder sozusagen Schlüssel, den ich eintragen möchte. Und typischerweise fange ich an mit dem Index 0. Und wenn ich dann feststelle, oh, da kommt jetzt auch irgendein Wert raus aus meiner Tabelle. Ja? 1, 2 bis m. Und wenn ich dann feststelle, in dem Wert, der jetzt hier, das sei jetzt irgendwie mal L, ja, also irgendwie ein Eintrag zwischen 1 und m, oder zwischen 0 und m minus 1, wenn ich feststelle, da steht schon was drin, dann würde ich als nächstes ausprobieren, sozusagen mit dem Index 1 hinten dran. Wenn ich feststelle, da kommt jetzt irgendwie raus S. In dem Feld steht auch schon was drin. Dann würde ich als nächstes ausprobieren H von K, 2 und so weiter. Bis ich sozusagen dann letztendlich H von K M minus 1, machen wir mal doch hier irgendwie von 0 bis M minus 1, damit das auch irgendwie identisch ist. Also ich probiere durch, darum sondieren, ich sondiere sozusagen, was könnte eine mögliche Position sein. Nee, eine Anforderung haben wir da natürlich, damit das überhaupt funktioniert. Anforderung, das muss ich vielleicht auch mal hinschreiben. Für jedes K ist sozusagen H von K, 0 bis H von K M minus 1 und zwar ist sozusagen die Folge der Werte, die hier hinten rauskommt, ja, ist eine Permutation von 0 bis m minus 1. Also es kommen tatsächlich auch alle Tabellenfelder hier vor. Das Einfügen ist dann wie folgt. Naja, ich fange sozusagen an hier, ich setze i auf 0, genauso wie ich das gerade hier auch versucht hatte zu erläutern. Ich fange an mit i gleich 0, dann wähle ich oder berechne ich h von k, i. Ja, dann gucke ich mir an, steht in dem Tabellenfeld schon was drin oder ist das noch leer? Wenn das leer ist, dann trage ich was ein und liefere dann vielleicht den Index zurück, in dem ich jetzt wirklich was eingetragen habe. Ansonsten wird einfach das i um einen erhöht und ich berechne sozusagen den nächsten Wert. Das wäre hier dieses h von k, 1 gewesen. Ja? Und das mache ich so lange, ja, bis ich es entweder eingetragen habe oder wenn ich am Ende angekommen bin und ich treffe immer noch auf eine Kollision, also auf ein nicht leeres Tabellenfeld, dann weiß ich, okay, die Tabelle ist voll und ich kann jetzt keinen weiteren Wert eintragen.
Das Suchen passiert im Prinzip vollkommen analog. Wir berechnen jetzt sozusagen mit dieser gleichen, das ist wichtig, mit der gleichen oder identischen Sondierungsfolge, wie wir das bei dem Einfügen gemacht haben. Das heißt, wir fangen an mit i gleich 0. Ja, ich berechne den Hashwert, gucke nach, ob der Wert, der jetzt hier eingetragen ist, ob der identisch ist. Dann kann ich es zurückliefern. Oder ich kann auch, was passiert, wenn ich jetzt sozusagen Hashwert ermittle und das Tabellenfeld ist leer, dann weiß ich, das Element kann nicht vorhanden sein. Ja, sonst stünde es ja da. Ja, also das heißt, ich kann auch in dem Fall abbrechen, entweder wenn das Tabellenfeld, was ich, auf das ich gestoßen bin mit meiner Berechnung hier, dass das leer ist, oder wenn ich sozusagen einmal komplett durchgelaufen bin. Gucken wir uns hier nochmal ein Beispiel an. Ja, also das sei jetzt mal irgendwie die Situation, das ist meine Tabelle, da habe ich jetzt schon so ein paar Werte drin und meine Funktion liefert mir jetzt mal die folgenden Werte. Ja, ich probiere jetzt zunächst H496,0, ja, wie ich das eben auch schon skizziert habe, und sagen wir mal, da kommt der Wert 204 raus. Ja, dann wäre das Ergebnis, okay, da steht schon ein Eintrag drin. Das heißt, das Feld können wir nicht verwenden, da ist kein Platz drin. Also wird als nächstes verwendet die Hash-Funktion sozusagen mit dem zweiten Index 1. Unglücklicherweise ist das genau das Feld, in dem schon die 586 steht. Auch da kann ich nichts eintragen. Mache ich den nächsten Versuch. Okay, die 2 liefert hier sozusagen ein freies Feld. Also kann ich die 496 da eintragen. Das würde ich dann genauso tun. Wie sieht das aus mit der, auch da interessiert uns natürlich wieder die, ach nee, genau, da wollen wir suchen, hatte ich gerade schon gesagt. Da verwenden wir die identische Sondierungsfolge. Ja, wir suchen also jetzt beispielsweise die 496 mit der 0. Ja, wir müssen dann noch einmal den Elementvergleich hier machen, ob das Element, was hier eingetragen ist, tatsächlich das ist, was wir suchen, ja, um dann die zusätzlichen Daten, die da dranhängen, auszugeben. Ja, okay, 204 ist nicht 496, also gucken wir hier das nächste, den nächsten Kandidaten, 486, 586 passt auch nicht. Und beim dritten werden wir dann schließlich irgendwie fündig mit der 496. Problematisch ist noch das Löschen. Wir dürfen jetzt nicht einfach, da schreibe ich vielleicht noch mal ganz kurz an. Wenn wir jetzt beispielsweise in genau der Situation, was passiert, wenn wir jetzt beispielsweise hier eine Löschoperation durchführen, sagen wir mal die 586, ja? Wenn wir die einfach löschen, dann steht da auch wieder irgendwie so ein Nil drin. Und jetzt möchten wir auf die 496 zugreifen. Was passiert dann? Wenn wir sozusagen, bevor wir hier dieses Hash-Search 496, wenn wir da zuvor einen Delete 586 gemacht haben, was passiert dann? Genau, ne? Also da würde ja sozusagen, hier würden wir bei dem Zugriff mit der 0, stellen wir fest, 204 passt nicht, ist nicht 496, dann mit der 1, stellen wir fest, oh, ist ein leeres Feld, und das war ja die Abbruchbedingung für die Suche. Ja? Das heißt, wir können das nicht oder dürfen das nicht einfach nur rauslöschen, sondern ich muss das irgendwie kennzeichnen, ja, dass es irgendwie gelöscht ist, aber sozusagen das Tabellenfeld trotzdem nicht leer ist. Darum Vorsicht. Also Abhilfe.
Also irgendwie Kennzeichnung mit einem speziellen Fleck, beispielsweise deleted. Ja, also man muss es aber für die Suche noch sozusagen vorrätig oder zugreifbar halten. Ja, gucken wir uns mal so ein paar Funktionen an. Und zwar das sogenannte lineare Sondieren. Da würde man jetzt sozusagen von einer ursprünglichen Hash-Funktion, wie wir die eben beispielsweise hatten, Division mit Rest. Ja, das wäre sozusagen mein H'. Also es ist eine übliche Hash-Funktionen, wie wir sie eben auch verwendet haben. Ja, beispielsweise irgendwie dieses hat man da eben Modulo 701. Die würde ich jetzt ergänzen zu einer Hash-Funktion, indem ich sozusagen einfach das i, was wir jetzt eben hier immer dran gehängt haben, ja, das würde ich einfach additiv sozusagen mit da reinnehmen. Also ich würde irgendwie rechnen, die Hash-Funktion, der ursprüngliche Wert der Hash-Funktion plus das i und das Ganze dann modulo der Größe der Tabelle. Das heißt, man würde also bei dem sozusagen genau diese Reihenfolge ausprobieren, so wie sie hier steht. Ja, ich würde zunächst h von oder H' von K ausprobieren, dann würde ich H' von K plus 1 ausprobieren, H' von K plus 2 und so weiter, bis ich irgendwie bei H' von K plus M minus 1 bin. Anderer Kandidat wäre das folgende, sogenannte quadratische Sondieren. Auch da habe ich wieder eine Hash-Funktion, ja, auch sowas wie der Division mit Rest. Und die würde ich jetzt wie folgt verwenden. Ich würde jetzt den Wert H' bilden, H' von x. Und dann habe ich irgendwie zwei Werte, die ich dazu nehme. Hier beispielsweise 0 und 1. Ich habe zwei Konstanten C1, C2. Ja, und ermittle sozusagen als Hash-Wert den Wert, den ich aufgrund sozusagen dieser Berechnung erhalte. Ja, 0 und 1 halte ich jetzt für keine wirklich gute Wahl. Nehmen wir mal als Beispiel irgendwie C1, 1 und C2 nehmen wir mal irgendwie 3. Ja, und ermitteln dann sozusagen aufgrund dieser Berechnung hier den Wert dieser Hash-Funktion. Dritte Methode wäre, dass ich zwei Hash-Funktionen hernehme, H1 und H2. Ja, und auch, dass ich die beispielsweise auf die folgende Art und Weise berechne. H1 von x plus i mal H2 von x und das Ganze dann wieder modulo entsprechendem m. Und das sollte, genau, der Strich, das ist irgendwie verrückt, der sollte, das H2 sollte nicht den Rest 0 liefern. Genau, da gucken wir uns jetzt noch ein paar Beispiele zu an. Das mache ich an der Tafel. Beispiel zu dem Double Hashing. Und zwar nehmen wir das folgende, nehmen jetzt mal irgendwie eine kleine Tabelle mit 7 Feldern. Als erste Hash-Funktion verwenden wir das folgende, ist gleich x modulo 7, das ist die erste Hash-Funktion. Die zweite Hash-Funktion ist
1 plus x modulo 4. Und jetzt fügen wir irgendwie ein. Das sei die Zahlenfolge, die wir eintragen. Das ist unsere Tabelle. So. Dann machen wir vielleicht mal in grün. So, was wir jetzt berechnen würden, also wir fangen mit der 3 an. Wir würden ausrechnen, H3 von 0. So, jetzt setzen wir das ein, wie es da oben entsprechend steht. So, was ist das? Also das ist 3 modulo 7 plus, ich schreibe das einmal hier ganz ausführlich hin, 1 plus 3 modulo 4. So, was kommt da raus? Das ist 3 modulo 4 ist 3 plus i ist 0, ne? Genau, dann ist das ja hier, das fällt weg. Ja, i gleich 0, das heißt, das Ergebnis ist 3. Ne? Für i gleich 0, das ist ja das i, was wir da verwenden, kommt da die 3 raus. Das heißt, wir würden jetzt den Wert 3 auch tatsächlich in das Feld Nummer 3 eintragen. Als nächstes würden wir das mit der 17 machen. Das ist ja die nächste Zahl, die wir eintragen wollen. Also die haben wir. Wir würden anfangen mit der 17, also irgendwie berechnen H1 von 17 plus 0 mal H2 von 17. Das ist wieder 0. Was kommt da raus? 17 modulo 7 ist auch 3. Ja, bei 3 haben wir schon was stehen. Kollision, das heißt, als nächstes würden wir ausprobieren H17 von 1. Also H1, 17 plus 1 mal H2 von 17. Was ist das? Das ist wiederum 3. H2 von 17 ist H2, 17, 1, 2 kommt da raus, ist gleich 5. Das heißt, wir würden die 17 eintragen in das Feld mit der Nummer 5. H6 von 0, was kommt da raus? 6 modulo 7 ist 6. Ja, das heißt, wir würden die 6 eintragen in das Tabellenfeld mit der Nummer 6. H9, was ist das? Rechnen wir auch wieder aus. 9 modulo 7 ist 2. Die zweite wird noch nicht berücksichtigt, weil i gleich 0 ist, also kommt da die 2 raus. Das heißt, die 9 würden wir in das Feld 2 eintragen. H15, 15 modulo 7 ist 1. 1 ist auch noch nicht belegt, also können wir die 15 hier eintragen. So, ich glaube, bei der 13 wird es jetzt irgendwie spannend. Wenn wir die 13 eintragen mit dem Wert 0, dann kommt daraus 13 modulo 7 ist 6. 6 steht schon was. Also da haben wir eine Kollision. Also würden wir ausprobieren H13,1. Da kommt 6 plus, was ist 13 für die zweite Hash-Funktion? 13 modulo 4 ist 1 plus 1 ist 2. Ne? 2, 8 und das Ganze nochmal modulo 7 gerechnet. Ist also 1.
1 steht auch schon was. Das gleiche passiert bei 2 und 3. H 13,2, da kommt raus die 3, steht auch schon was. H 13,3, da kommt raus 5, da steht auch schon was. Und H 13,4 liefert schließlich die 0. 0 ist noch nicht belegt. Also kann man irgendwie die 13 da eintragen. Ja, und den letzten Wert, den schreiben wir mal hier hin. Und zwar den Wert den Wert 10. Ja, und da probiert man auch rum, bis man das Richtige findet. Und das ist für den i gleich 5. Ja, alles andere ist vorher schon belegt. Dann kommt man auf den Wert 4. Nun kann man hier die 10 eintragen und die Tabelle ist auch jetzt irgendwie voll. Genau, da überlegen wir uns jetzt auch noch ganz kurz, was das Ganze sozusagen an Aufwand bedeutet. Zunächst mal, ja, diese offene Adressierung benötigt keinen zusätzlichen Speicherplatz. Das heißt, wir haben nur diese Tabelle. Ja, eben hatten wir ja den zusätzlichen Platz für diese Listen, die wir da dran gehängt hatten. Verhält sich miserabel, wenn der Belegungsfaktor nahe 1 kommt. Ja, man hat hier irgendwie gesehen, so die ersten Elemente konnte ich noch einigermaßen gut eintragen. Ja, hier müssen wir sozusagen schon einmal fast ganz durchprobieren. Und hier bei der 13, genau, da oben, mussten wir auch schon relativ lange durchsuchen. Schlechte Unterstützung der Delete-Operation, das hatte ich eben auch schon mal irgendwie skizziert. Das haben wir sofort gesehen, dass das irgendwie dann natürlich irgendwie schlecht ist. Was habe ich da noch? Die mittleren Kosten einer Einfügeoperation in einer Tabelle mit Belegungsfaktor kleiner 1 sind ja wie hier dargestellt. Genau, gucken wir uns einfach mal hier an so einem Beispiel an. Wenn ich eine Belegung habe, also das ist sozusagen die Belegung, das soll dieses Alpha hier sein, jetzt für unterschiedliche Werte. Ja, hier habe ich sozusagen die Tabelle halb voll. Hier wird sie sozusagen immer weiter gefüllt, hier ist sie fast ganz voll. Ja, und was haben wir hier sozusagen? Die mittleren Kosten einer Einfügeoperation mit Belegungsfaktor habe ich hier einfach mal sozusagen beispielhaft eingetragen. Ja, Anzahl von Operationen bei Hashing mit offener Adressierung. Ja, wenn ich eine halbe Belegung sozusagen habe, ja, brauche ich ungefähr 2 Operationen. Ja, und Sie sehen, wie das hier im Prinzip relativ stark anwächst, was ich dann sozusagen an Aufwand habe. Die mittleren Kosten einer erfolgreichen Suche in einer Tabelle mit Belegungsfaktor, ja, sind wie hier dargestellt, O von, irgendwie so ein ganz wilder Ausdruck, den habe ich hier unten auch nochmal irgendwie beispielhaft eingetragen. Genau, hier sozusagen bei halbvoller Tabelle, ja, sind wir ja ein bisschen schlechter als 1. Ja, auch das wächst an, da haben wir natürlich diese logarithmische Komponente da drin, die nicht ganz so rasch anwächst wie sozusagen der Teil hier oben.